Und willkommen hier zurück bei der 87 Edition. Wir sind letztens im Gavalia Garden eingedrungen und haben schon eine erste Schlüsselkarte gefunden. Wo können wir nun damit hin? Hier ist wieder niemand. Wofür all die leeren Räume? Das sind Schulräume, klar, aber... Naja, hier können wir rein. Sie haben hier ein Eishockeystadion. Wow. Cool. Im Tor ist ein Drawpunkt. Und hier gibt es die lustigsten Gegner überhaupt im ganzen Spiel. Schau mal, vielleicht finden wir welche. Na? Komm schon. Und sind es die, die ich meine zu haben? Ja, Eishockeyspieler. Super. Das ist sowas von toll. Du kannst auf Field auftreten. Was habt ihr bei euch? Blizzacher, Water und... Naja. Das können wir euch klauen. High Potions. Warum nicht? Das Entscheidende ist ja auch bei den Gegnern hier, dass wir eine Menge AP bekommen können. Neben der High Potions. Die natürlich auch eine große Hilfe sind. Oh yeah. Man sieht ja, ein halber Level quasi. Und 9 AP, also 3 pro Gegner. Das hat schon was. Kommen wir jetzt hier rein? Ah ja. Kartki 2. Wunderbar. Vielen Dank. Haben wir hier. Ja, gut. So wird hier eine Tür hier aufgeschlossen und sind einmal im Kreis gelaufen. Was ist hier? Schloss 3. Alles klar. Die werden wir so irgendwie finden müssen. Das müsste jetzt der Weg zum Stadion zurück sein. Ja. Wir sind im Kreis gelaufen, wie ich es mir dachte. Da ist niemand. Einmal zwischenspeichern, weil es nicht schadet. Dann können wir vom Hallway. Hier die Karte bekommen. Da ist zu. Der ist neu. Endlich mal. Das ist Samo 8G. Ah ja. Das können wir klauen. Was Gutes. Running Fire. Ach so, ja. Gut. Dann bist du nicht neu. Sorry. Du hast drauf gehen müssen. Da machen wir ihn einfach Platz. Oh ja. Yeah. Keine Items, aber 4 AP. Ne? Das ist doch was. Das ist doch was, hä? Mein Gott. Ich mache jetzt vielleicht noch Encounter 9 rein. Ja, sowas von. Coral Fragments gestohlen. Okay. Man sieht ja aber, braucht man seine Kopplung mit Counter und Tod ein bisschen mehr Todzauber, ne? Sonst wird das nicht viel. Am Ende, ne? Keiner. Das ist die Treppe wieder. Hier war doch Schloss 2, oder? Nein, 3. Ach. Ja, lass ich doch weggehen. Wo war denn Schloss Nummer 2? Ich bin doch vorhin schon davon vorbeigelaufen, oder? Ich meine ja. Hier wieder. Das. Gut, Odin. Mach du das. Curse Spike. Ah. Moment mal.
Level der. Wunderbar. Eine neue Technik für Christus. Sonst. Ne. Oh, ich spiele noch drei Stärke ab. Bam, Steve. Eat this. Ja, sowas von. Ne, hat sich schon vorher gemacht. Links. Wo war denn das Schloss Nummer 2? Irgendwo hier oben, oder? Das ist der, der die erste gegeben hat. Das ist hier Schloss 2? Gar nichts. Na gut. Ich werde jetzt hier erstmal Encounter Non. Nur Encounters. Ja, guck mal, viel besser suchen. Und andere Gegner treffen wir hier sowieso nicht mehr. Nee. Wo war denn das Schloss? Das ist doch hier oben. Ich sag's dir, man verläuft sich hier schnell. Da war nix. Wir werden wohl noch die Treppe weiter hochlaufen müssen, wie ich das sehe, ne? Weiter nach oben. Hier ist ein Aufzug. Ah ja, den können wir benutzen damit. Ja, die Tür zumindest dafür. Das ist kein Aufzug, nur eine Tür. Jetzt gucke ich zum Sportplatz, ja? Ja, die Sprünge machen natürlich keinen Schaden. Das ist Realismus. Sondern hier ist aufgeschlossen. Ah. Toll. Direkt vom Sportplatz zum Speicherpunkt. Shortcut. Ist das toll. Wunderbar. Und hier ist ein Drawpunkt mit Shell. So, wenn Steve das schon gekoppelt hat, kann er auch Shell ziehen. Von mir aus. Hier noch irgendwo was. So aus. Und hier wollen wir nach unten. Denn es gibt hier auf dieser Etage etwas ganz Interessantes. Hier in der Mitte unter dem Licht, ihr seht es vielleicht schon. Ein dreiköpfiger Höllenhund. Ja, auch das nur sein kann. Natürlich ist es niemals im Leben ein Cerberus oder so. Kurz. Wenn wir einen Kampf noch haben, könnten wir hier noch der Mack reinkloppen, denn von Servus könnten wir eventuell was klauen. Ich weiß gar nicht genau was, aber wir könnten. Das würde ich doch ganz gerne in Anspruch nehmen. Den Random Counter aber eigentlich nicht. Ein Wild Hook. Ah, gut. Mack. Hero Draw, warum nicht? Guten Stil. Blöch. Komm schon. Guter Crit genug. Ja, das ist Counter und tot. Wenn es funktioniert. Wunderbar. Geht doch nicht mehr Posten. Wäre zu leicht. Gut, wir greifen ihn von hinten an. Und hoffen, dass der Kampf nicht zu lange dauert. Es könnte nämlich böse enden, wenn wir Pech haben. Na, let's just take it. Pretty confident. Let's see how you do. Na, Triple, das ist ein Problem. Jetzt hau Triple auf sich selber und dann greifst du mit eben starken Zauber dreimal am Stück an. Das ist halt so ein Problem. Deswegen werden wir Kabanka einsetzen. Nicht auf Renoir? Nee, nicht auf Irvine. Du Arsch. Warte mal.
Nicht auf Renoa. Gut, 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 gut. Hey, komm. Ist doch protect. Gut, dann wird erstmal nur Double auf sich selber sprechen. Und lieber Deep Heart übernehmen. Könnte nicht stehlen. Ah. Double. Silber auf die beiden. Blind, ja komm, mach's ruhig auf Steve. Ach, ja, danke. Was ich sage. Zum Glück kommt jetzt alles bevor ihr nur noch Izuna spricht. Also hat Zerberus eine Runde verschwendet. So, Carbuncle. Da hat irgendwas dabei, was wir noch nicht kennen bei Zaubern. Was ist das? Quake. Ah ja. Nett. Das kann ich doch sicher gebrauchen. Das ist der Kampf überhaupt, wo Kabank verdammt nützlich ist. Denn so werden dann drei Zauber auf Zerberus zurückgeschleudert. Ja, oder er kommt mit Dispel an. Das ist natürlich so eine Problemsache. Und Probleme sind auch, ne, durch Triple bricht das gleich dreimal aus. Auf jeden Charakter einmal. Ah, weil natürlich dann jede Runde Kabankel aufruft, wird er immer wieder Dispel wiederholen. Und wird somals niemals mehr zum Angreifen kommen. Der arme, arme Hund. So ist das. Trotzdem mal. Jetzt hat er nichts mehr, okay. Ich hole mal Kabanke raus, ne? Genua, du darfst. Sie hat keine Aura. Klasse. Elixier. Oha. Gut. An der Mona. Und sag mal, ich hätte auch. Ja, ich hätte auch Dispel. Kann ich auch benutzen, wenn du willst. Was ist denn der Blitzzauber um 185 Punkte geheilt und ist nicht tragisch? Das ist vollkommen okay. Jetzt besiege ich wieder ab. Ruby Light. Und dann Dispel auf Cerberus. Haha. Ich glaube, das Tief ist noch aktiv, aber egal. Ja, was soll's. Den Ding Renoa. Alles weg, was er da hatte. Was kommt mit Quake? Das ist, glaube ich, nicht reflektierbar. Oder reflektierfähig, oder? Nee. Au, au, wenn das ist da. Combine Angelo. Verdammt. Hat der Mona schon mal gesehen vorher? Ich glaube nicht. Wenn du doch, dann tue ich es doch mal. Er hat nochmal Cerberus Schwäche. Wind ist es nicht. Siren vielleicht verstummen lassen. Boah. Die Angelo-Kanone hat ganz schön Schaden gemacht. Oh, Tornado.
Gut. Das konnte mir nicht reflektierbaren Zaubern an. Ganz toll. Eine Explosion muss ja sein. Durch Kabakelkopf werde ich Zauber benutzen. Wisst ihr ja. Und bam. Der Hund ist gut. Nicht schlecht. Sterbliche. Wir haben schon gewonnen. Das war ja einfach. Gut. Servus Karte. 30 MP, Baby. Yeah. Und Servus ist im Team. Die kannst du mal nehmen. Und hier kommt noch Magic plus 20% dazu. Einmal Augentropfen ins Gesicht. Dann ganz klar. Ich muss auch die Kopplung hier wieder rausnehmen. Counter non. Schauen wir mal, was wir jetzt alles lernen können. Elemental Attack Junction ist noch nicht fertig. Shiva Elemental Defense Junction wird mal 2. Das ist super. Ich würde es damit fast durch. Treatment. Braucht man eigentlich jetzt nicht. Ich brauche das dann immer noch. Diablos bitte auf Hit Junction. Status Attack. Elemental Attack Junction. Erstschlag wird doch gelernt. Cerberus, du lernst bitte. Oh ja, die ganzen Kopplungen hier. Das ist auch ziemlich gut, ne? Durch Ability X3 können wir bis zu 3 zusätzliche Abilities reinpacken, eben wie HP plus 40 oder 80% noch. Kommst du schnell mal auf ganz, ganz viele HP. Na gut, erstmal hier speichern. Dann geht's weiter. Dann gehen wir mal nach rechts. Mal schauen, ne? Ja. Hier nach rechts, bitte. Schloss 3 ist da. Okay, dann können wir da auch nicht nach rechts. Sondern laufen wir erstmal nach links. Da muss auch noch die dritte Schlüsselkarte sein. Hier ist sie nicht. Hier drin? Ja, hier ist die Schlüsselkarte. Der Schloss im Aufzug wird dafür geöffnet. Und da wartet doch schon die Hexe. Yay. Warte mal. Mal kurz gucken, was auf der anderen Seite jetzt war. Nicht da. Hier wieder durchgehen. Und hier nach rechts rüber. Was haben wir da? Ist hier jetzt. Ah, das Stadion ist wieder da. Gut. Nehmen wir das Protect hier noch mit. Warum auch nicht? Das ist unser Hauptspeicherpunkt. Benutzen wir den mal kurz. Rechts. Die Treppe hoch. Oder? Ja, und dann noch rechts weiter. Und ich glaub, Schloss 3 war hier, ne? Nee? Wo war das denn jetzt? Boah.
Das Gedächtnis, das Gedächtnis. Hier drin? Nö. Ich glaube, wir müssen in die Eingangshalle zurückkommen. Wo da vorhin dieser lange Flur war mit der Treppe an der rechten Seite. Ihr wisst, was ich meine? Der Punkt, wo wir schon früher mal beim Essenbesuch waren. Da müssen wir die Treppe nach oben. Das ist unser Aufzug, den wir brauchen. Ja, ja, ja. Die Schelle ist auch wieder aufgefüllt. Nett. Gif. Ich meine, wir sollten jetzt am richtigen Ort sein. Jawohl. Ich hätte einfach eben nur wieder hochgehen müssen. Ach Gott. Wie doof. Ja, der Aufzug hier. Den werden wir jetzt betreten. Hexe, Hexe, Hexe! Na komm, wir kämpfen jetzt schon. Was soll's? Woher weiß Safe eigentlich davon, dass sie... Ach, egal. It's time to fight, baby. Ja, ja. Da lacht er. I'm the Sorcerer's Knight. I'm sure you are. I look at you attacking like a swarm. You guys are the monsters. Ja, Salp hat im Vergleich zum ersten Kampf nicht viel dazugelernt, aber ein bisschen was. Hatte neu. Ein Petto. Benoa. Arsch. Er hat Haste dabei, das ist geil. Dass ich Benzin so lange nicht kann. Ausrauben will ich ihn auch mindestens einmal. Achtmal Haste, yeah. Ich habe keinen Raub eingestellt. Ich hab den Raub vergessen. Verdammt. Ja, dann hoffe ich mal, dass nichts Wichtiges war, was wir für ihn klauen können. Dürfte aber nicht sein. Bei Idee brauchen wir auf alle Fälle Draw und Schmack. Oh ja. Bei Draw. Man kann sehen, Salfa hat immer noch den Narren an Cloud. Cloud. Hat Squall gefressen. Wieso Cloud? Falsches Spiel. Wow, fast 2000. Guter Hund. I can't be beaten. Das sehen wir doch gleich mal dann, ne? Ein Heilpotion benutzt ja nicht schlecht, die Idee. Und bitte nicht fallen auf den Ohr, bitte nicht. Gut. Ich erlaube. Darf nicht noch mal ein bisschen Haste ab. Wenn ihr überlebt. Was ich nicht annehme. Er kann nicht geschlagen werden, ja, ja. Die Cat bieten. Normaler. Boah, 20 AP. Worthless Child. Wo ist jetzt hin? Einfach fliehen, wa? Im Auditorium. Genau unter uns. Ah ja.
Da würde ich nochmal ein Zelt benutzen. Und das Spiel speichern. Oh, weil halt, wir werden erst noch die GF kontrollieren. Okay, ja, war bei eben. Dafür noch 16 AP. Nach dem nächsten Kampf kriegen wir mehr als 16, also komm. Lernst du was anderes? Ifrit, du darfst. Ach, Mattress braucht's eigentlich nicht. Ja, hier Treatment. Das ist okay. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. So. Wir sprechen jetzt hier ab. Und dann geht's im nächsten Part bei Final Fantasy 8 Steam Edition unserer Matron an den Kragen. Oder Cypher, was meinst du? Können wir? We are fucked. Bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 8 Steam Edition.